Hey Leute und willkommen zu Let's Play Hero Zero Surfer 13. Ich bin mittlerweile Stufe 133 und mein Begleiter, ich habe immer noch denselben, also hat sich nichts dran geändert. So, ich wollte jetzt ein paar Duelle machen. Dazu nehme ich mir erstmal die Wurfwaffen, denn ich will erstmal in der Liga hier angreifen. Ich werde jetzt gleich Silber 3. Ich muss angreifen hier. Ripex, den besiege ich eigentlich. Ja, easy gewonnen. Und bin jetzt Silber 3, was ziemlich scheiße immer noch ist. Aber immerhin bin ich jetzt Silber 3. Plus 12 erhöhte Grundfähigkeit und plus 160 Münzbelohnung bei Ligakämpfen. Gut, dann greifen wir jetzt nochmal an. Versuchen wir mal hier. Pogo-Ruler. Ja, zum Glück. Das war knapp jetzt schon ein bisschen. Wen greifen wir noch an? It's Momo. Können wir auch angreifen. So. Sehr schön. Gewonnen. Und nochmal plus 15. Ich habe jetzt. Okay, da fehlen noch einige. Bei Duelle kann ich auch noch jemanden angreifen. Hier, Nack. So. Zum Beispiel. Hat 5. Ich habe gerade mal 8.700. Jetzt habe ich 8.767. Versuchen wir es nochmal. Bitte. Yay, geschafft. Sehr schön. Plus 211 Erfahrung. Ui. Lenny Ken. Den müssten wir auch schaffen. Sehr schön. Und er hatte diesen Oktoberfestbegleiter. Müsste nicht bald Halloween Special kommen? Also an Halloween kommt es wahrscheinlich, aber das ist ja schon bald. What? Das war wirklich knapp. Das war sehr, sehr knapp. Mit 77 Leben. Uff. So, okay, das war jetzt nicht so knapp, aber okay. Zum Shop. Wurfwaffen verbraucht. Benutze ich jetzt die hier? Ne, ich benutze erstmal die schwachen. Das ist besser so. Neue Ware kann ich auch machen. Das hier brauche ich. Ich brauche die hier für meine Sammlung. Deswegen kaufe ich die jetzt. Und verkaufe die wieder. Das war gerade sinnlos, aber ich habe die jetzt halt für meine Sammlung bekommen. Hier bei meiner Sammlung. Und da kann ich ja dann auch was kriegen. Oh, 60 Energie, wenn man 5 ironische Sachen bekommt. Das ist echt viel. So, ich habe jetzt auch hier noch Batterien bekommen. Ich würde gerne. Hier. Die Sachen alle einlösen. So. Gegenstand. 11 Trainingseinheiten. Jetzt einlösen. Okay. Nee. Das langt jetzt erstmal. So, Training weiter trainieren. Ich meine Kondition. Wie kann ich denn Training weiter trainieren? Sinn. So, ich habe das hier bekommen. Und das passt wunderbar. Wunderbar sind die jetzt, die Werte. So, das ist hier ein Patchwork-Cape aus schnuckeligen Patchwork-Decke. Ja. Mehr habe ich aber nicht bekommen. Das tue ich mal hier rein. So. Okay, passt jetzt alles. So, wir schauen mal bei den Teams. Wir sind auf Platz 17 und voll viele sind gegangen, weil, keine Ahnung, wahrscheinlich wegen dem Vollausbau. Deswegen war. Ich guck mal kurz beim Ausbau. Mittlerweile sind es 7 Teams. Und bald. Okay, 1%. Also das müssen die tasmanischen Teufel heute schaffen. Aber danach dauert es wieder ein bisschen. Ansonsten haben die meisten schon Vollausbau hier. Bei den Helden, wer ist denn auf Platz 1? Ui. Von der Ehre ist Held auf Platz 1, aber von der Stufe her wissen wir es eigentlich, wer auf Platz 1 ist. Mit Abstand, mit 8 Level vor Pennywise Haley. Oh, die ersten 5 sind alle aus. Ne ich sehe hier nur Never Ending. Die ersten 5, dann 2 Bloodline. Dann wieder 3 Never Ending, dann wieder 2 Bloodline. Dann wieder 3 Never Ending. Also wären das die ersten 3 auch Never Ending, dann wird es so eine Reihe sein. Zum Beispiel hier 5 Never Ending, 2 Bloodline. 3 Never Ending, 2 Bloodline. Wieder 3 Never Ending. Ultra Falke, nein, du hast. Der Falke hat das kaputt gemacht. Der müsste auch bei Bloodline sein. Dann würde das viel besser passen. Auf jeden Fall nur Never Ending. Ich sehe hier wirklich. Kurzer Dackel ist in keinem Team. Warum? Do not disturb. Okay.
Okay, anscheinend hat er aufgehört. Entweder hat er aufgehört oder er wurde gekickt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist schon ein ziemlich starker jetzt draußen. So, welcher Platz bin ich denn? 181 von der Stufe her. Ja, geht. Würde ich mit Donut spielen, wäre ich wahrscheinlich. Und hätte ich einen Vollausbau, wäre ich wahrscheinlich in den Top 20, denke ich mal, oder? Ja, Top 20 easy. Hätte ich genug Donuts, wäre ich easy Top 20. Aber nicht auf Platz 1, nie im Leben. Ja. Beim Wochenturnier, wer ist denn da auf Platz 1? Ah, die Hailey. Sie hat ja nicht genug Donuts. Dann muss sie ja jetzt noch hier noch mehr Donuts kriegen. Aber naja, wie auch immer. Ich muss kurz gucken. Bei den Sondereinsätzen. Nee, da habe ich jetzt keine. Spezial 3. Ich würde gern hier Spezial 3 weitermachen. 125, ja. Okay, das war schon relativ schwer. Als ob! Ich habe direkt verloren. Also das passt mir jetzt gar nicht, dass ich verloren habe. So, erstmal verkaufen. Ja. Das ist richtig blöd gerade, dass ich verloren habe. Das finde ich echt blöd, ja. Auf jeden Fall habe ich wieder hier 5 Nachrichten bekommen. Ach ja, ich habe ja was vergessen hier. Ich sollte den Al Capone grüßen. Al Capone. Ist bei den Tasmanischen Teufel. Grüße an dich, Al Capone. Und deine Skills sind echt nice. Also, wenn ich hier die vergleiche, 2030 Skills hast du mehr. Gib mir den Joint und ich zieh dran. Hab keine Freunde, Digga, niemand. Ja, ich hab. Wo war ich? Keine Freunde, Digga, niemand. Ja, ich hab euch vertraut, aber ihr habt es versaut. Ich schaffe es alleine. Ist mir lieber. Ja, stimmt, Digga. Jeder macht mal Fehler zu viel. Jim geht auf die Leber. Al Capone bringt euch bei. Fühlt sich an, als wäre ich ein Lehrer. Okay, das ist die Beschreibung. Ja, Level 138, das ist ja fast mein Level. Also das Level ist fast gleich, aber ein Unterschied von 2030. Also deine Skillung ist echt stark. Für dein Level ist es echt unglaublich stark, die Skillung. Meiner Meinung nach. Ah, okay. So, jetzt habe ich hier auch die Mission. Dann mache ich Kondition. Dann habe ich jetzt noch 5 Nachrichten. So, ich glaube, das war hier. Joey Boy im Video. Hi Fandango, du bist der beste YouTuber für mich. Vielen Dank. Man merkt es, dass du wirklich viel Zeit und Mühe in deine Videos steckst. Ich wollte dir einfach mal Danke sagen für alles, wie ihr mich im Team aufgenommen habt und für deine Videos. Wo ich neu ins Team gekommen bin, ging ich oder auf deinen Kanal und war inspiriert. Sorry wegen Rechtschreibung, du bist für ein paar Menschen ein Vorbild, so wie du für mich bist, der Beste. Oha, vielen Dank. Jetzt bin ich schon in Vorbildfunktion. Du bekommst am 15. oder 14. noch ein Geschenk. Wir haben heute den 13., das heißt morgen. Okay. Wenn ich deine Videos schaue, geht's mir besser und bin wieder gut gelaunt. Oh, okay, das ist echt toll. Danke für alles, mit Liebe Grüßen, Joey Boy. Oha, das ist gerade ein Flash für mich so. Also wenn es wirklich stimmt, dann ist es echt. Da fühle ich mich jetzt auch viel besser dadurch. Dankeschön, Joey Boy. Danke, danke, dankeschön. Flyer im Video. Kannst du mal bitte meinen Charakter bewerten? Kann ich in deine Freundesliste? Ja, kannst du gerne. Erstmal in die Freundesliste. Ist bei Party Bang Gang und ist Level 48 und hat eindeutig bisschen zu wenig Kraft. 250 wäre okay. 250 wäre jetzt für dein Level gut. Also, aber Skill nicht Kraft, denn Kraft skillt man ja nicht. Deswegen nur durch Gegenstände. Ansonsten sehr schön. Stolzer Spieler bei der Party Gang. Party Bang Gang. PS, ich bin Bob und mag Bananen. Okay, Bob. Ich mag auch Bananen. Bananen sind sehr gesund und ich esse sie gerne. Sehr gut. Bob. Warum hast du dich nicht Bob genannt, wenn du Bob heißt? Party Zero Pro. Vielleicht ein Gedicht. Ja, das sechste Gedicht.
Deine Videos sind toll. Jetzt no joke, sonst wär es broke. Auch Clash schrieb dir ein Gedicht und erwähnte mich. Es ist nicht so leicht, ein Gedicht zu schreiben, denn man muss noch bei Hero Zero bleiben. Also das Gedicht ist wirklich sehr gut. Das ist sogar noch viel besser als das andere Gedicht letztens. Also das ist wirklich sehr gut, Party Zero Pro. Also deine Gedichte werden echt immer besser, muss ich sagen. Und das gefällt mir persönlich, gefällt es sogar jetzt am allerbesten von den allen jetzt. Also das ist sehr gut gelungen. Auch wenn ich kein Dichter bin. No Remore im Video. Kannst du mich und mein Team bewerten? Danke, bester VT, wahrscheinlich YouTuber. Dankeschön. Klar kann ich das tun. Mache ich doch gerne. Ist bei Columbus. Willkommen bei Columbus. Ist es was Langes? Ja, okay, das geht schnell. Wir erkunden die sieben Weltmeere und die von allem Bösen zu befreien. Unsere Passion ist es, den Vollausbau zu schaffen und Heimat für Helden zu sein, die diesem Ziel folgen wollen. Wir sind wieder am Rekrutieren. Unsere Voraussetzung: Du solltest ein aktiver Spieler sein, Interesse und Ehrgeiz am täglichen Teamkämpfen, täglichen Aufbau erledigen, also Aufgaben. Mein Hirn ist ein bisschen von der Schule gerade gestorben, weil ich gerade eine Mathearbeit hatte. Energietraining, bereit sein, beim Vollausbau zu helfen. Was wir bieten: tägliche Team- und Bandenkämpfe, stetigen Ausbau, Hilfe bei Fragen und Problemen durch erfahrene Spieler, Hilfe bei Problemen mit anderen Spielern und eine nette Atmosphäre. Bewerbung bitte an unseren Boss, No Remore, mit heldenhaften Grüßen, die Teamleitung. Sehr schön. Columbus hat was Historisches. Mitglieder sind 15, No Remore ist der Anführer. Xerunix ist ein Berater, die Hackfresse ist ein Berater und Rexman ist ein Berater. Hackfresse. Also, wie kann man sich denn Hackfresse nennen? Die Hackfresse. Die. Nicht eine andere, sondern die Hackfresse. Ja? Also, das musst ihr euch merken. Hackfresse. Also, ich könnte mich nicht so nennen. So. Training beendet und weiter Kondition trainieren. So, das letzte Kommentar. Im Video das erste Gedicht. Okay. Er ist der Retter der Welt, aber zeigt sich wie ein Held. Er ist auf und da ab die Polizei, kriegt ihn nicht mehr wach. Okay. Er wird bewundert wie ein Strahl, aber innerlich wie ein Ball. Er ist ein YouTuber mit sehr viel Humor und zeigt uns Hero Zero 4. Boah, die letzte Stelle ist echt gut. Die ist sehr gut. Ich hoffe, das Gedicht hat dir gefallen. Wenn ja, schreib mir zurück. Es kommen dann mehrere. Sorry, aber das letzte, das ist mir nicht. Das letzte, da ist mir nichts mehr eingefallen. Also, ich fand, das Ende war sogar gut. Das Ende war das Beste sogar. Das Gedicht war echt gut, aber ich verstehe nicht, was sich hier reimt. Er ist auf und da ab die Polizei. Kriegt ihn nicht mehr wach. Das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Was sich da reimen soll. Mach weiter so. Vielen Dank. Und ein versteckter Donut. Meins. Ich will den haben, aber irgendwie komme ich nicht ran. Ich kopiere mir den Donut. So. Und dann habe ich jetzt einen Donut kopiert. Sehr schön. Dankeschön für deine Nachricht. Und ja, in letzter Zeit kamen weniger Videos, weil ich viele Arbeiten geschrieben habe, beziehungsweise schreiben werde. Aber morgen ist ja der letzte Schultag und dann sind Ferien und dann kommen wieder regelmäßig Videos. Also bis dann. Wir sehen uns, ich denke mal morgen. Haut rein und ciao.